Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vielleicht mal vorab einen Satz zur sachlichen, inhaltlichen Aufklärung, weil ja immer wieder moniert worden ist. Das wäre auch ein schwerwiegender Fehler, dass hier nicht in dem Antrag auf die UN-Behindertenrechtskonvention hingewiesen worden ist. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist durch die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet worden. Sie bindet die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesregierung ist aufgefordert, in ihrem Handeln und ihrem Verhalten entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention zu handeln. Wir müssen weder die Bundesregierung noch die Bundesrepublik Deutschland regelmäßig dazu auffordern, entsprechend dieser UN-Konvention oder anderen zu handeln. Wir sollten es monieren, wenn sie es nicht tut. Aber dies ist im konkreten Fall nicht gegeben. Hier geht es erstmal darum, dass Verkehrsunternehmen, die privatrechtlich organisiert sind, entweder selber agieren oder aber, wenn sie das denn nicht tun, auch im Sinne der Barrierefreiheit der betroffenen Menschen in diesem Land und in der Bundesrepublik Deutschland, dass dann natürlich die Bundesregierung entsprechend der eigenen Bindung, die sie eingegangen ist, unter anderem auch der UN-Behindertenrechtskonvention handelt. Das sehe ich aber im Moment noch nicht, dass man sie explizit in diesem Antrag dazu auffordern muss. Wir müssen auch keine Anträge stellen, dass die Sonne im Osten aufgeht. Das vielleicht vorne ab. Eben, das denke ich mir nämlich auch, Frau Kollegin Oldenburg. Jetzt zu dem Punkt, weswegen ich mich hier eigentlich zu Wort gemeldet habe. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, diejenigen, die mich kennen, die mich etwas länger kennen, wissen, dass ich durchaus auch manchmal den Wunsch zu einer etwas schärferen Auseinandersetzung verspüre. Das gehört auch zum parlamentarischen Leben. Herr Kollege Ritter lacht. Aber die, die mich etwas länger kennen, wissen auch, dass dort, wo ich es für angebracht halte, und dies ist genau einer der Punkte bei diesem Antrag, ich Wert darauf lege, dass wir möglichst breit in diesem Haus über die Frage Regierungsfraktionen, Oppositionsfraktionen gemeinsam agieren. Weil es gibt Dinge, da ist der politische Diskurs zwischen Parteien und Fraktionen im Interesse der politischen Auseinandersetzung auch in der Öffentlichkeit erforderlich. Da muss man das auch hier mit der nötigen fachlichen, sachlichen und nicht unter die Gürtellinie gehenden Schärfe vortragen. Aber es gibt Punkte und die Frage von Barrierefreiheit, von Umgang mit Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, mit Menschen, die Beeinträchtigungen haben, gehört nicht zu den Punkten, die man parteipolitisch diskutieren sollte. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist der Grund, weswegen ich persönlich, als die Überlegung kam, dass wir dieses Thema politisch aufgreifen sollten, auch dem Landtag, zum selben Zeitpunkt mich sowohl an die Kollegin Schwenke als auch an den Kollegen Eifler gewandt habe. Und dann hier, sehr geehrter Herr Kollege Koplin, und nur deswegen habe ich mich noch mal zu Wort gemeldet, sehr geehrter Kollege Koplin, hier in diesem Plenarsaal eine Mehr aufzubauen, dass es dann tatsächlich des Agieren des Vorsitzenden des Sozialausschusses bedurft hätte, damit ihr überhaupt noch was zustande bekommt, weil so habe nicht nur ich Ihren Redebeitrag aufgenommen. Das, sehr geehrter Herr Kollege Koplin, schadet letztendlich der gemeinsamen politischen Arbeit aller demokratischen Fraktionen und ich hoffe, dass ich sowas in diesem Haus aus Ihrem Mund nicht noch mal wiedererlebe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus